Hallo Leute, hier ist wieder McFisto 2051 und willkommen zu unserem 13. Let's Play von Gnomoria. Beim letzten Mal hatten wir dann endlich ein bisschen Erz gefunden, sodass unser Schmied unsere restlichen Ambosse und Co. herstellen konnte, damit wir endlich die Werkbänke alle haben. Heute möchte ich noch ein bisschen mehr Erz finden, damit wir dann auch endlich was Sinnvolles draus bauen können. Zusätzlich will ich mal gucken, wie viel unser Schreiner zu tun hat. Ansonsten lassen wir den nämlich mal zusätzlich noch ein paar Kisten herstellen. Wo haben wir es denn? So, Vorrat, Kiste, folgende Kiste. Weil irgendjemand, hust, hust, ich möchte jetzt nicht Mavia sagen, sich beschwert hat, dass das ganze Obst auf dem Boden rumliegt. Also lassen wir mal ein paar Kisten anfertigen, damit das arme Obst dort wegkommt. Und wenn wir gerade dabei sind, machen wir natürlich auch mal noch ein paar Fässer. Dodler. Gut, das war's dazu. Wir geben Gas. Unten gucke ich mal, wie weit wir da waren. Ich glaube, da waren wir noch ein bisschen am Abbauen. Und wegtransportieren. Sehr schön, jawohl. Dann müsste ich natürlich noch andere Gebiete... Oh, perfekt, perfekt. Wir haben Zinn. Das ist wunderbar. Ach nee, ich hatte ja Shortcuts gemacht. Oh, die Frames wollte ich nicht einblenden. Aber gut zu wissen, dass wir knapp 60 Frames haben. Ein paar Fackeln. Wir hatten ja Shortcuts. Dann kann ich die Fackeln schnell bauen. Jetzt bin ich von dem Thema abgekommen. Wir haben jetzt endlich Zinn gefunden. Und mit dem Kupfer und dem Zinn können wir zusammen Bronze machen. Was auch sehr schön ist. Ich würde sagen, das geben wir schon mal indirekt in Auftrag. Und hoffen, dass es funktioniert. So, der macht aus allem Barren. Komplett. Und natürlich hätten wir gerne grundsätzlich... Bronzebarren und das auch, sofern es geht. Und dabei fällt mir ein, dass wenn wir hier die Splitter irgendwann haben und hier die Erze, wir natürlich noch ein Gebiet brauchen, in dem die Barren gelagert werden. Metall, nee, nicht alles Metall, nur Metallbarren. Sehr schön. Und zwar Metallbarren. Wunderbar. Dann sollten dort Metallbarren hinkommen. Irgendwann mal zumindest. Und was ich noch ganz wichtig vergessen habe, natürlich Kisten. Sonst haben wir gleich so viele Metallbarren, dass sie natürlich nirgendwo mehr hinpassen. Wir haben jetzt nur schon 3 liegen und 3 Plätze belegt, deswegen haha. Wunderbar. Und wir geben zügig Gas. Gucken wir mal. Jo, wird wieder Zeit für ein paar Fackeln. Müsste stimmen. Gucken wir nochmal. So. Jetzt ist natürlich das ganze Kupfer bereits in die... Ich habe keine Ahnung, wie die Mehrzahl ist. Ambosse. Ich hoffe es. Geflossen. Keine Ahnung, ob man die nochmal abreißen oder einschmelzen kann. Müsste man tatsächlich mal testen. Warum die jetzt da oben alles abbauen und hier unten passiert gar nichts mehr, verstehe ich natürlich auch nicht. Aber Spiellogik halt. Wenn wir schon dabei sind. Oh, da hinten geht's runter. Minen wir uns auch mal hier lang. Hier scheint es auch in der Schlucht nach unten zu gehen. Den Shortkey fürs Minen vergesse ich irgendwie immer. Aber das ist auch immer schnell gemacht. Gucken wir, ob die Fackel richtig steht. Ja, wunderbar. Nach da werde ich noch ein bisschen graben. Und hoffen, dass ich hier auch noch irgendwo auf Kupfer stoße.
damit wir aus Kupfer und Zinn weiter Bronzebarren machen können. Und aus denen würde ich dann auch endlich mal, ein Goblin. Nicht gut. Aus den Bronzesachen würde ich dann ja eigentlich gerne mal eine Rüstung für unseren Krieger schmieden, den wir jetzt brauchen, um den Goblin Raider anzugreifen. Das Problem ist, jetzt haben wir natürlich unseren trainierenden Mann da hinten. Nö, er ist nicht da. Interessant, vielleicht hat er irgendwo ein Nickerchen gemacht. Ich muss echt das Trainingsgebiet nach vorne verlegen. Und dann schauen wir mal, wie es jetzt ausgeht. Schon wieder ein Kampf, den keiner wollte. Es werden wieder mehr Goblins. Gut, wenigstens haben wir hier den Krieger, aber ich habe keine Ahnung, warum der nicht seine Rüstung anhat. Da hätte ich mich vielleicht eher drum bemühen müssen. Irgendwo flitzt die noch durch die Gegend, die Rüstung. Aber sich jetzt darüber Gedanken zu machen, bringt leider auch nichts mehr. Wir lassen einfach mal den Kampf... da kommt einer mit einer dicken Axt. Goblin-Krieger. Hat wenigstens eine gebrauchte Kupfer-Kriegsaxt dabei. Hier haben wir unseren Schmied. Mit dem ich jetzt wenigstens eigentlich gern schon mal ein paar dumme Waffen für jeden Gnom hätte. Ein Goblin ist tot. Oh, und unser Schmied ist schon wieder verletzt. Unser Schneider. Den linken Arm hat er die ganze Zeit schon weg. Okay. Probleme beim Atmen kommt vor. Er dürfte sich zumindest verbinden und damit halbwegs wieder gesund sein. Ach, jetzt hat er auch noch eine verletzte rechte Hand, nachdem der linke Arm ab ist. Yay. Aber nein, er geht wieder... Oh, alle Goblins tot. Guck mal, wer zu den Verbänden rennt. Verletzt, blablabla. Ist aber egal. Mit Verbänden heilt sich das Ganze wieder. Ich glaube, wir haben eindeutig nicht genug Verbände. Spüren können... Ich habe letztes Mal mehr Verbände in Auftrag gegeben. Nur 20. Dann machen wir mal 50 draus. Ich weiß nicht, warum sich das immer erhöht. Das Problem hatte ich schon beim letzten Mal. Ich mache mal noch eine Kiste hier. Ja, das könnte man auch mal Verbände nennen. Mit einer mittleren Priorität. Den Sack müssten wir nochmal abreißen. Dann hier Kisten hinsetzen. Okay, die Goblins scheinen alle tot zu sein. Wir können den Schacht von ihnen abreißen. Da ist jetzt einer mit dem Helm. Ich verstehe halt als nicht, warum niemand passendes den Helm anhat. Ich gehe aber trotzdem noch einmal ganz kurz durch, ob alle gesund sind. Wunderbar. Auch gut. Wunderbar, Didymus, geht's gut. Tulama, wie geht's dir? Dem geht's gut. Lucky, geht's auch gut. Brock, geht's gut. Dem geht's gut. Mavia, geht's gut. Geo, geht's auch gut. Wunderbar. White Hunter ist bester Gesundheit. Der Esel, dem fehlt dann noch der Arm. Ansonsten ist schon wieder alles verheilt. Auch gut. Dem Destelbert geht's gut. Und auch Kara geht's gut. Ich frage mich nur, warum die Orks so oft angreifen. Soweit ich weiß, dürften die eigentlich nur ein einziges Mal angegriffen haben. Das war schon der dritte Angriff, glaube ich, jetzt. Oder schon der vierte. Ich glaube, der dritte von den Orks selbst. Und der Erkundschafter vom letzten Mal dürfte ja eigentlich noch nicht mal zurückgekommen sein. Den hatten wir doch draußen selber überrascht. Ist es denn? Diplomatie, freundliches, Händlerkönigreich und die bösen Goblins. Seltsam. Wie dem auch sei, ich gebe einfach mal Gas. Guck jetzt aber mal bei dem Militär noch nach. Formationen. Standardformation, Kriegsformation. Standardformation, alles grundsätzliche Soldaten. So, und der normale Soldat hat keine Uniform. Wieso behalten die ihre Sachen an? Verstehe ich nicht. Egal, wir stellen gleich einfach neue Sachen, hoffentlich irgendwann her. Dann passt das schon.
muss trotzdem nochmal bei dem Krieg durchgehen. Es kann nicht sein. Informationen. Na, vielleicht habe ich die einfach falsch eingestellt mit Informationen. Basic Formation, Basic Formation. Kriegsformationen. Hm. Ich verstehe nicht, warum die so wenig Sachen haben. Irgendwie müssten die doch so viel mehr haben. Ah, hier sind die Perks für die einzelnen Soldaten. Dann muss man gucken, was da gut war. Irgendwas war gut. Oh, erhöhte Bewegungsgeschwindigkeit und Ausweichchance, während er blutet. Auch interessant. Wache ist auch nicht schlecht. Erhöhte Blockchance. Oder dafür bräuchte man ein Schild. Hier. Way of the Gnome. Kriegt erhöhte Angriffsgeschwindigkeit, erhöhter Schaden, erhöhte Ausweichrate. Und Ausweichwahrscheinlichkeit, wenn keine Rüstung oder Waffe ausgerüstet ist. Das sollten eigentlich alle grundsätzlichen Soldaten haben. Man sieht, unsere Gnomen sind alle sehr beschäftigt. Keiner hat nichts zu tun. Sogar die Leichen liegen noch hier rum. Bitte entfernen, danke. Könnten wir ja wenigstens hier unten mal hinschleppen. Gucken wir mal, was unten unser Bergbau beträgt. Sehr schön. Hier haben wir ein Riesenloch nach unten. Dann bauen wir natürlich hier... Ach, jetzt habe ich Wände gesagt. Das ist natürlich falsch. Fußboden. Und zwar aus Oxid. So, dann ist hier zu. Und ihr bitte auch. Ich mag diese Wege nach unten nicht. Und natürlich können wir hier das noch abhacken. Abbauen, nicht abhacken, meine Güte. Ah, endlich sind sie auf die Idee gekommen, man könnte hier unten auch mal minen. Dann hätten wir natürlich gerne Fackeln, wenn der soweit ist. Der mit dem Hut war, glaube ich, der Geo. Ja, mach schneller, Geo. Ich will hier schließlich ein paar Fackeln bauen lassen. Sehr schön. Bauarbeiter bauen fleißig Bodenbeläge. Die anderen Miner machen hinten die Sachen um. Da kommt Mavia zur Unterstützung. Oder war der mit dem Hut Mavia? Wer ist Mavia? Yep, das ist der mit dem Hut ist Geo und da ist Mavia. Und jetzt gibt Mavia mehr Gas beim Minen. Ich verstehe es nicht, aber es scheint so. Hm. Vielleicht sollte ich den Leuten einfach mal bessere Werkzeuge machen. Fehlt immer noch die Fackel. Dann bauen wir natürlich hinten noch Wände. Hier wird natürlich noch interessant, wenn wir uns weiter buddeln. Aber ich lasse erstmal Leute den Flur frei. Ach. Den Boden freiräumen. Da ist noch so viel zu räumen. Aha, da kommt unsere Fackel. Hier werden mal schnell ganz viele Steine abtransportiert. Bei unserem einzigen Kerl mit einem Helm.
Kupfererze, sehr schön. Da kommt unsere Kiste, wunderbar. Hier sind schon ein paar Kisten mehr hingekommen. Aber die haben halt alle viel zu tun momentan. Keiner hat frei, keinem ist langweilig. Wunderbar. Ich mache natürlich den Bereich jetzt mal gerade woanders hin. Dining Room. So. Damit unsere arbeitslosen Leute hier rumtingeln, damit wir sie schneller sehen. Sehr schade, dass kein Gras unter die Fackeln wächst. Echt ärgerlich. Yaks haben sich meinem Gefühl hernach schon lange nicht mehr vermehrt, aber okay. Weiß nicht, ob das Umquartieren von Yaks einen Einfluss darauf hat. Und ich weiß auch nicht, ob Yaks im Winter Kinder kriegen. Alles andere wächst nicht im Winter wie Pflanzen, aber ich meine, Yak-Kinder könnten ja schon wachsen, geboren werden, was auch immer. Aber das soll uns jetzt erstmal nicht kümmern. Hat auch noch angefangen zu regnen. Da ist noch ein bisschen was, was abtransportiert werden muss. Da unten. Wir haben noch jede Menge Kohle rumfliegen. Das klingt irgendwie so, als sei unser Kohlelager oben voll. Nur 88 Kohle. Ne, die haben einfach alle was anderes zu tun. Schon den 11. Tag. Geht schon wieder zwei Drittel um. Ja, mal gespannt, ob wir es heute noch auf den Winter schaffen oder nicht. Ich hatte es ja vermutet. Oh, alle am Schlafen. Betten hätte ich natürlich auch gerne wieder mehr. Und heieieiei. Ich habe vergessen, hier noch eine Kiste hinzustellen. Hatten wir denn nochmal hier in dem Sack? Nee, also momentan haben die Gnome echt zu viel zu tun. Es liegt überall alles rum. Hier haben wir schon wieder ganz viele Fäden rumfliegen. Verbände haben wir auch jede Menge, sehr schön. Dann kann ich hier den Job mal nochmal abbrechen. Nein, ganz falsch. Und ich würde sagen, unser Kriegsgebiet muss irgendwo nach hier verlegt werden, hier vorne, damit es auch bei den anderen Leuten ist, sonst muss der 100 Jahre rennen. Oh, wir haben wieder Goblins, die können wir wieder schlachten. Bevor sie wieder kaputt gehen. Ich glaube, der verweste Goblin hat sich komplett zersetzt, während sich die normalen Knochen aufheben. Sehr lustig. Also, wie man es nimmt. Muss ich mal gucken, hat man nicht eben nur 4 Yaks? Nö. Egal. Farmer sind fleißig am Farmen. Inzwischen haben wir bis hierhin gesät. Die Holzfäller haben auch nichts zu tun, deswegen unterstützen sie die Farmer. Gucken wir mal unten nach. So. Oh, jetzt wird die Kohle abtransportiert. Wir sollten vielleicht mal noch die Edelsteine irgendwo oben lagern. Zumindest mal die rohen. Die ungeschliffenen. Roh klingt so blöd. Wir das denn machen? Hier hinten vielleicht? Also wie ihr seht, das wird schon relativ eng mit den ganzen Workshops und allem. Gut, ich habe die hier hinten noch nicht ordentlich nachsortiert. Aber die wichtigsten Stein-, Ver- und Bearbeiter habe ich alle. Steinschnitzer brauche ich, glaube ich, überhaupt nicht. Außer ich will kleine
Steinfigürchen herstellen. Und wer will sowas? Ich muss wieder hier unten das Gebiet freiräumen. Ah ne, wird gerade freigeräumt. Obwohl, lassen wir gerade mal alles freiräumen. Sehr schön. Könnt ihr mal übrigens gucken, was da so der Skill inzwischen von unserem schönen Tulama ist. Carpentry 45, ja, so langsam wird's. Ja, der stellt die Kisten inzwischen relativ schnell her. Also im Vergleich zum Anfang, wo das schon noch ewig gedauert hat. Ich meine, gut, die Minuten laufen zwar nur sehr schnell durch, nun sehr schnell durch, aber man kann sich nicht beschweren. Essen haben wir auch jede Menge. Wir haben inzwischen auch ein paar Barren. Und zwar einige Kupferbarren, einige Zinnbarren und inzwischen auch einiges aus Bronze. Gut. Natürlich die Frage, was stellen wir zuerst her? Was brauchen wir wirklich? Ich würde sagen, die Rüstung hat eindeutig Vorrang. Hier haben wir die Schmelze. Jetzt können wir einfach mal gucken, was wir so haben. Nein, unsere Spitzhacke wollen wir nicht einschmelzen. Auch nicht unsere Axt. Irgendwie kann man einstellen... Ah, hier, automatisch verbrauchte Gegenstände einschmelzen. Wir haben hier, glaube ich, im Keller einige verbrauchte Kupferwaffen von den Goblins. Oh, die Früchte werden endlich in Kisten sortiert. So, das Schwert wird eingeschmolzen. Und übrig bleibt. Augenblick, ganz kurz. Und weiter geht's. Ja, ich wollte gucken, was da jetzt liegt. Aus einem Schwert nur zwei Kupfersplitter. Das ist aber nicht gerade viel. Egal. Damit werden wir die Sachen los, die wir nicht brauchen. Okay. Hier werden schön die gebrauchten Gegenstände mitgenommen. Oben stellen wir Splitter her. Die werden weiterverarbeitet. Alles läuft rund wie von alleine. Ich wollte noch ein Lager für die rohen Edelsteine einrichten. Wo macht das denn mal hin? Machen wir das einfach hier dazwischen. Gems. Und zwar Gem... Egal, sowohl die verarbeiteten als auch die rohen Edelsteine. Und ich baue mal noch eine Kiste hin, in der Hoffnung, dass die auch in Kisten gelagert werden. Hier sind noch ein paar Edelsteine unverarbeitet. Hier sind auch noch einige. Hier müsste ich noch Mauern bauen. Wie ich ja gesagt habe, ich mag das so nicht. So. Hätte ich natürlich am besten gemacht. Als hier noch die ganzen unverarbeiteten Steine gelegen haben. In der Zeit bekommen wir natürlich wieder Nachrichten ohne Ende. Einen schönen Gruß von Kara, die gerade schreibt. Ja. Wir sammeln unsere Edelsteine ein.
bauen gleich weiter ab. Oh, wir gehen echt stark auf den Winter zu. Ich muss das Let's Play in die Länge ziehen. Allein, dass wir den Winter erreichen, wie ich versprochen habe. Auf jeden Fall sollten jetzt viele Sachen wieder ordentlich sortiert sein. Eingeschmolzen ist hoffentlich auch vieles. Unser Schmied, der... Können wir nicht merken, wer der Schmied ist. Jedenfalls sehe ich ihn gerade nicht. Gucken wir doch, wo er ist. Er geht Gegenstände auf sammeln. Okay, das heißt, er hat nichts zu tun. Das heißt, wir haben 22 Bronzebarren. Sehr schön. Okay, dann gucken wir doch mal. Waffenschmied. Ich hätte gerne einen Hammer. Hämmer waren gut gegen Mentis, die eindeutig das größte aller Übel sind. Und dann gab es die verschiedenen Kategorien Waffen, also sowohl Axt als auch Hammer. Wenn man beides hat, ist super. Damit ist man immer gegen alles gerüstet. Also im Idealfall lässt man Gnome zweihändig kämpfen. Eine Hand mit Hammer, die andere mit Axt. Damit können sie alles platt machen. Und für unseren Startkrieger gibt es eine Axt. Eine Kampfaxt hier. Nein, ich wollte einen Hammer machen. Entschuldigung. Einen Hammer. Darf ich mir nicht aussuchen. Dann hätte ich gerne... Ui, 8 Bronzebarren brauche ich nur für den Hammerkopf. Egal. Und der Schmied sieht, oh, es gibt was zu tun. Da will jemand einen Bronzehammer. Ja, hopp. Mach den Hammerkopf fertig, so schön. Sehr schön. Und jetzt hätte ich natürlich gerne einen Bronzehammer. Hier. Aus einem Haft. Wo ist denn... Ach, der kommt aus dem Carpenter. Ja, dann. Jodler. Sobald unser Tulama dann hier mal noch schnell den Stiel für den Kriegshammer hergestellt hat, geht's dann weiter. Was kriegen wir eigentlich aus den geschlachteten Goblins? Fleisch, Goblinköpfe. Das müsste gewesen sein. Hm. Haben wir inzwischen unten alles aufgesammelt? Ich bezweifle es. Hier ist nichts mehr. Na, da sind noch alle. Okay. Wir haben gerade Schlafenszeit für unsere Gnome. Ungünstig. So viele sind am Schlafen. Man könnte noch irgendwann hier eine Tür einbauen. Wäre vielleicht auch noch ganz praktisch. Gucken wir doch mal. Möbel... Möbel, Möbel, Tür. So eine Steintür. Aus irgendeinem Stein. So. Nicht, dass das wirklich irgendwas ausmacht, aber... Ich glaube, es sind schon wieder keine Gnomaden gekommen. Einen Moment bitte. Und wir sind wieder da. Tut mir leid, immer wird man dauernd angerufen. Echt schlimm. Hm, wir haben auf jeden Fall genug Stroh, um die paar Jacks über den Winter zu kriegen. Wahrscheinlich wissen die Gnome bald nicht mehr, wo sie es hin transportieren sollen. So, damit haben wir dann auch eine Tür. Und ja, ich wollte eben sagen, wahrscheinlich kommen nochmal Gnomaden und leider kam wieder kein Gnomad. Das ist echt ärgerlich. Ich hätte gerne mehr Bevölkerung. Aber gut, solange das jetzt so ist, kommen auch keine starken Goblins. Bronze-Kriegshammer. Holla!
Der hat einen Wert, das ist ja schon, ja, der treibt den Wert unseres Königreiches ein bisschen schnell in die Höhe. Bevölkerung. Nein, nicht Bevölkerung. Militär. Was ist denn? Ach, die Uniform muss ich noch irgendwo festlegen. Okay, Plate Mail und keine Uniform. Jetzt muss ich nur noch sagen, welcher Soldat was hat. Wo ist denn das jetzt? In Squads stehen die Soldaten drin. Hier sind die Soldaten. Die haben keine Uniform. Und der hat Plate Mail. Gut. Das sollte hoffentlich so viel dazu geholfen haben. Keine Ahnung, ob jetzt alle Gnome alles hinschmeißen. Nein. Tara behält hartnäckig ihren Helm an. Und auch das, was ich eigentlich machen wollte, und zwar unserem Hauptsoldaten. Wo ist er denn? Hand. Linke Hand. Schild, rechte Hand. Hätte er gerne den Kriegshammer. Damit müsste doch hoffentlich unser Hauptsoldat den Kriegshammer aufheben. Jawohl! Und dann geht er damit trainieren. Könnte es auch hier oben hin machen, das Trainingsgebiet. Machen wir das noch schnell. Das klappt nicht. Dudler, Trainingsgebiet abbrechen. Da kommt unser Bauarbeiter. Und dann bauen wir natürlich einen neuen Workshop. Militär. Trainingsground. So, hier hin bitte. Darfst du gerade die Sachen da hinten nochmal einsammeln? Wo bist du hin? Du sollst das hier aufbauen. Wurde mal kurzzeitig irgendwo eingelagert, auch interessant. So, wunderbar. Und rund um die Uhr darf die PAL wieder hier trainieren gehen. Zusätzlich würde ich dann natürlich gerne zu dem Hammer auch eine Rüstung haben. Wahrscheinlich wird das gleich wieder viel zu teuer. Uiuiuiui. Vier Armor Plates. Brauche ich. Die machen wir aus Bronze. Und gerade noch vier weitere. Das müssen wir alles noch ein bisschen umrüsten, damit immer ein paar Armor Plates auf Vorrat sind und Leute so Späßchen. Leder kriege ich, glaube ich, aus Jax. Da müsste ich Jax schlachten und dafür müsste ich erstmal Jax zu viel haben. Immerhin haben wir jetzt sieben Jax. Das heißt, es gab irgendwo zweimal Jagdbabys. Aha, hier. Um die Gnomaden herum. Ist mir nicht groß aufgefallen. Aber wir haben es geschafft. Wir sind in den Winter vorgestoßen. Gut. Der Winter ist da. Wir haben hier noch keine Kiste, leider. Unten endlich mal freigeräumt.
Haben hier noch das Auffangbecken. Das mache ich mal schnell weg, damit hier das noch nach oben getragen wird. Dann buddeln wir in nächster Zeit hier weiter. Um noch ein paar mehr Barren herzustellen und daraus Rüstung für unseren Krieger. Der muss jetzt schließlich Hammerkampf lernen. Und ich würde sagen, genau an dieser Stelle machen wir dann heute Cut. Wie gesagt, ich habe etwas überzogen, es tut mir leid. Aber ich wollte halt noch schnell in den Winter vorstoßen. Und beim nächsten Let's Play machen wir genau an der Stelle weiter. Ich wünsche euch alles Gute, wir sehen uns dann wieder. Bis denn, euer Mephisto. Ciao!